Die Europa 2 ist ein 5-Sterne-Luxusliner. Der eigentliche Wow-Faktor ist unser Service. Hier gibt es buchstäblich alles. Und das jederzeit. Dieses Kreuzfahrtschiff ist anders. Die Passagiere entscheiden, welche Häfen angelaufen werden. Bloß kein Regen wie in Belgien. Die Crew lässt jeden ihrer Wünsche wahr werden. Wir haben ja gesagt, kein Problem. Jetzt haben wir den Salat. Die einzigartige Überraschungsreise auf der Europa 2. Die Fahrt startet im türkischen Istanbul. Schon am Dock zeigt sich, was Gastfreundschaft auf diesem Schiff bedeutet. Karten hochhalten, Gäste zur Rezeption bringen, wenig reden. Was denn los? Sascha Richter gehört zum Begrüßungsteam. It's a personal thing. Wir legen Wert auf persönliche Betreuung. Jeder Passagier wird von einem Crewmitglied zum Schiff gebracht. Er erklärt ihm, wie er eincheckt und wie unser Programm aussieht. Dann begleitet er ihn zu seiner Suite und die Kreuzfahrt kann beginnen. Auf 500 Gäste kommen 370 Crewmitglieder. Auf keinem anderen Schiff gibt es so viel Personal in Relation zu den Passagieren. Wir legen um 22 Uhr ab. Wir haben noch 4-5 Stunden. Auf dieser exklusiven Kreuzfahrt endet der Service nicht an der Kabinentür. Die Gäste können mitentscheiden, wohin die Reise gehen soll. Es ist eine Überraschungskreuzfahrt. Das Konzept ist etwas ganz Besonderes. Unsere Passagiere haben die Möglichkeit, darüber abzustimmen, welche Route wir nehmen. Ich werde mit dem Lotsen sprechen. Nicht einmal Kapitän Christian van Zwijmen weiß, wohin das Schiff fahren wird. Die Passagiere entscheiden, wohin es geht. Es ist also auch für mich eine Überraschung. Es ist das erste Mal, dass die Europa 2 eine solche Überraschungskreuzfahrt wagt. Falls sie ein Erfolg wird, wird daraus ein regelmäßiges Angebot. Weder Crew noch Gäste wissen, was sie genau erwartet. Von Istanbul aus stehen drei Routen zur Wahl. Auf jeder werden mehrere interessante Häfen angefahren, zum Beispiel Kreta, Rhodos oder Santorin. Die Route, die die meisten Stimmen von den Gästen bekommt, wird genommen. Die Gäste können während der Kreuzfahrt zweimal die Route bestimmen. Wenn das Ergebnis feststeht, müssen Sascha Richter und sein Ausflugsteam so schnell wie möglich das Programm für die Landausflüge zusammenstellen. Das ist stressig, weil wir wenig Zeit haben. Sobald die Entscheidung steht, kontaktieren wir unsere Agentur in Griechenland. Ich sage, wo es hingeht, und sie organisiert die Busse. Um 6 Uhr abends sind die meisten Passagiere an Bord. Matthias und George, bitte oben Tische und Liegen vorbereiten. Auf dem Pooldeck der Europa 2 bereitet die Crew alles für die Willkommensparty vor. Macht bitte beim dritten weiter. Erik Schütze ist der Leiter des Gästebereichs. Er ist auch für die 6 Bars an Bord zuständig. Jetzt die Biertische. 12 Leute helfen beim Aufbau. Am Abend habe ich 25 Servicebedienstete, die während der Veranstaltung bedienen. Die Party auf dem Pooldeck ist das erste große Event der Kreuzfahrt.
Erik Schütze will, dass alles perfekt ist. Nicht die andere Seite vergessen. Gegen 10 Uhr werden etwa 450 Personen auf dem Pooldeck sein. Das ist der stressigste Moment. Während die letzten Gäste einchecken, erkunden andere bereits das Schiff. Es fühlt sich leer an, auch wenn es voll ausgebucht ist. Jede Kabine ist eine Suite mit Balkon. Selbst die kleinsten sind mit 35 Quadratmetern groß für ein Kreuzfahrtschiff. Jeder Passagier zahlt im Durchschnitt $6.000 für diesen Luxus. Etwas ganz Besonderes ist unser Raumangebot. Kein anderes Schiff bietet seinen Passagieren so viel Platz wie unseres. Dabei ist die Europa 2 relativ klein. Sie ist nur 225 Meter lang und hat 7 Passagierdecks. Allerdings wirkt sie innen viel größer. Foyers und Restaurants sind so großzügig angelegt, dass es nie Gedränge gibt und die Passagiere nirgends Schlange stehen müssen. Die Sonne geht unter und es wird kühl. Vor das Fenster bitte. Doch das ist kein Problem für die Party an Deck. Ich würde gern das Dach schließen. Vorn bleibt es einen Meter auf. Hinten ganz zu, bitte. Heute Nacht wird es kühl, darum machen wir das Dach zu. Das Dach wird von einem Elektromotor bewegt. Der Strom dafür kommt von den 4 dieselelektrischen Motoren des Schiffs. Ein Spalt bleibt offen wegen der Atmosphäre und weil wir 400 Gäste erwarten. Bei Einbruch der Nacht sticht die Europa 2 in See. Brücke 1-1 voraus. 1-1 voraus. Auf der Brücke befiehlt der Kapitän Leinen los. Bugstation, Heckstation, Leinen los. Alle sollen wissen, dass die Europa 2 jetzt ablegt. Die Europa 2 verlässt den Hafen von Istanbul. Der erste Teil der Reise führt durch das Marmara-Meer und die Dardanellen. Die Tanzfläche ist voll, den Leuten gefällt die Musik, wir servieren viele Drinks. Ich bin zufrieden. Ein perfekter Start für die 10-tägige Kreuzfahrt. Doch noch weiß niemand, wo sie hinführen wird. Am nächsten Tag erreicht die Europa 2 das Mittelmeer. Diese Geschwindigkeit, wann sind wir da am Ausgang? Heute kommen die Passagiere zusammen, um über die ersten 4 Häfen abzustimmen. Hier gibt es eine kleine Halbinsel. Kapitän Van Swamen leitet die Abstimmung. Ein herzliches Willkommen an unsere Gäste aus aller Welt. Schön, dass Sie hier sind. Über die Kopfhörer wird für Sie alles übersetzt, was ich sage. Ich mache also auf Deutsch weiter. Die Crew erklärt den Gästen, was sie wählen können. Ist Ihnen das Wetter wichtig? Bloß kein Regen wie in Belgien. Gilt auch für uns. Bei der ersten Wahl können die Passagiere zwischen Myrina im Norden, Volos im Westen und Naxos im Süden wählen. Meine Stimme. Go for it. Er tut, was ich sage. Sie sind der Boss. Wie immer. Wie immer. Normalerweise werden Landgänge einen Monat im Voraus geplant. Doch die Crew der Europa 2 muss improvisieren. Die
Gäste stimmen mit Chips ab. Drei Eimer, drei Ruten. Wenn das Ergebnis feststeht, hat die Crew nur wenige Tage, um die Landausflüge zu organisieren. Die Europa 2 ist gerade durch die Dardanellen gefahren. Jetzt stimmen die Passagiere darüber ab, welche Häfen das Schiff auf seiner ersten Überraschungsreise anlaufen soll. Als alle 500 Stimmen ausgezählt sind, gibt Kapitän van Zwanen den Sieger bekannt. Von hier aus werden wir nach Naxos und Rhodos fahren. Wie es dann von dort aus weitergeht? Zwei Drittel der Gäste wollen, dass die Europa 2 zuerst die Insel Naxos anläuft. Von dort aus geht es weiter nach Rhodos, dann auf die Insel Kreta. Und dann läuft das Schiff noch das Kykladen-Archipel Santorin an. Sind Sie zufrieden? Ja. Santorin war mein Favorit. Natürlich wollten einige Passagiere woanders hin. Aber die meisten, mit denen ich gesprochen habe, sind zufrieden. Am nächsten Morgen geht die Europa 2 vor der Küste von Naxos vor Anker. Auf die Passagiere wartet der erste Landgang der Reise. Das Ziel haben sie selbst erst gestern ausgewählt. Zu kurzfristig, um Fremdenführer aus Naxos zu buchen. Deshalb hat die Europa 2 zwei eigene Fremdenführer an Bord. Sie kennen die Sehenswürdigkeiten aller Orte, an denen das Schiff anlegt. Heute ist es Portara, das Tor zu einem unvollendeten Apollon-Tempel aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Danach geht es durch die mittelalterliche Altstadt mit ihren engen Gassen. Der Chefkoch der Europa 2 ist rein dienstlich hier. Wir wollen regionalen Fisch und typisch griechische Spezialitäten kaufen. Küchenchef Udo Grigas ist 29 Jahre jung. Er ist verantwortlich für alle Speisen, die an Bord serviert werden. Was für Fisch haben Sie? Das kommt auf den Fang an. Je nachdem, was die Fischer gefangen haben. Okay, perfekt. Let's see. Gut. Auf der Europa 2 werden jeden Tag 100 Kilo Fisch zubereitet. Ich mache das gern. Es ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit, vor Ort nach regionalen Lebensmitteln zu suchen und unseren Gästen an Bord frischen Fisch der Region zu servieren. Der angeblich beste Fischladen der Insel liegt eine halbe Stunde entfernt. Doch leider gibt es hier keinen Fisch. Das ist der Fisch von gestern. Grigas hat nur wenig Zeit. In einer Stunde muss er wieder auf dem Schiff sein, um das Abendessen vorzubereiten. Wir brauchen 20, 30 Kilo frischen Fisch. Das wäre gut. Die Frau des Fischers hat gesagt, dass der Laster mit dem frischen Fang gleich hier sein müsste. Wir könnten einen Kaffee trinken und erst mal abwarten. An Bord der Europa 2 gibt es 6 Restaurants, die Fisch und Meeresfrüchte servieren. Die frische Ware wird dringend gebraucht. Hoffentlich lohnt sich das Warten. Auf dem Schiff bereitet die Besatzung in der Zwischenzeit alles für die Rückkehr der Gäste vor. Manche verbiegen sich geradezu, um die Passagiere zu beeindrucken. Auf der Europa 2 gehört auch eine Akrobatentruppe zur Besatzung. Sieh mal hoch.
Sie werden den Passagieren heute Abend eine ganz besondere Show präsentieren. Diese Show findet nicht in einem Zirkus statt, sondern im Theater. Deswegen ist das eine andere Atmosphäre. Wir haben keine Tiere, wir haben keinen Zauberer. Dafür treten 6 internationale Künstler auf. Bei der Probe warst du immer auf einer Höhe. Unsere einzige Sorge ist der Seegang. Auf der Insel wird gerade der Fisch geliefert. Wir wissen nicht, was in den Kisten ist. Auch nicht, welche Qualität der Fisch hat. Die Guten sind schnell weg. Suchen Sie sich was aus. Sie sind der Erste. Diese großen hier. 6, 7 Stück. Wir haben 7 Doraden. Die können wir im Spezialitätenrestaurant servieren. Küchenchef Grigas nimmt nur ein paar Fische mit. Der Speisen- und Getränkemanager des Schiffs, Lutz Greffrath, zahlt und ist nicht gerade glücklich. 64 Euro. Das ist echt teuer. 27 Euro pro Kilo. Außerdem sind die Fische zu klein und es sind zu wenige. Das reicht nicht für unser Yachtclub-Buffet. Es ist gerade mal genug für eins unserer kleinen Restaurants. Chefkoch Grigas hat seine Shoppingtour beendet. Er kehrt mit magerer Ausbeute an Bord zurück. Das bringt ihn in die Bredouille. Denn seine Gäste erwarten Luxus, keine kleinen Fische. Er muss demnächst ansehnlicheres Meeresgetier auftreiben. Am nächsten Morgen erreicht die Europa 2 den zweiten Hafen ihrer Überraschungsreise, Rhodos. Die Brückenbesatzung muss beim Anlegen mächtig aufpassen. Die Einfahrt ist schmal. Wir haben kaum Platz zum Wenden. In den Hafen von Rhodos einzulaufen, ist immer eine Herausforderung. Doch heute liegt das nicht nur an der engen Einfahrt. Die Europa 2 muss seitwärts vor einem anderen Kreuzfahrtschiff anlegen. Und das bei heftigem Westwind von 25 Knoten, der das Schiff vom Dock wegdrückt. Starker Wind ist immer eine Herausforderung, weil unser Schiff so groß ist und viel Angriffsfläche bietet. Sind wir auf Linie mit dem anderen Schiff? Die Europa 2 fährt in den Hafen ein. Der Kapitän versucht gegenzusteuern, indem er den Bug in den Wind dreht. Melden Sie, wenn wir Heck an Heck liegen. Auf Höhe des anderen Schiffes legt er den Rückwärtsgang ein. Die Bugstrahlruder halten das Schiff trotz des Windes auf seiner Position. Achtern, Position halten. Die Europa 2 steht jetzt parallel zu ihrer Anlegestelle. Doch der Wind bläst unnachgiebig. Er drückt heftig gegen die Seite des Schiffes. Unter der Wasseroberfläche arbeiten 2 Strahlruder am Bug und 2 Rolls-Royce Mermaid Pods am Heck gegen den Wind. Die Propeller am Heck werden um 90 Grad gedreht, damit das Schiff seitwärts an den Pier anlegen kann. Langsam schiebt sich das Schiff heran. Der Wind ist 20 bis 25 Knoten stark. Man muss ständig dagegenhalten, sonst treibt man in eine Richtung, in die man nicht will. Schiff auf Position.
Vorleine festmachen. Mission erfolgreich. Julian Pritzner, den Kapitän bitte. Ein wichtiger Anruf für den Kapitän. Julian Pritzner ist der Produktmanager der Europa 2. Das Konzept der Überraschungsreise war seine Idee. Hallo, Julian Pritzner hier. Ich bin in 20 Minuten bei Ihnen. Pritzner wird das Schiff inspizieren. Um den Chef zu beeindrucken, muss die Besatzung jetzt zeigen, wie sehr sie die Passagiere verwöhnt. Tag 5 der Überraschungsreise der Europa 2 durchs Mittelmeer. Heute Abend stimmen die Passagiere darüber ab, welche Häfen das Schiff in der zweiten Hälfte der Reise anlaufen soll. Doch vorher besichtigen sie die Sehenswürdigkeiten von Rhodos. Der griechische Held Herkules soll hier die erste Siedlung gegründet haben. In Rhodos Stadt stehen mittelalterliche Paläste neben prächtigen Moscheen. Die Besatzung hat trotz der kurzen Vorbereitungszeit die perfekte Tour für die Passagiere organisiert. Wir essen morgens, mittags und abends. Etwas Bewegung kann da nicht schaden. Also fahren wir heute mit dem Rad. Julian Pritzner ist mittlerweile an der Europa 2 angekommen. Willkommen an Bord. Danke, wie läuft's? Könnte schlimmer sein. Wir sind alle Teil eines großen Teams. Die Kollegen in Hamburg sind nichts ohne die Besatzung an Bord. Hallo. Einfach mal persönlich. Pritzner hat das Schiff nach seinen Vorstellungen gestaltet. Er hat die Bilder ausgesucht und auch die Uniformen der Crew. Und er hat entschieden, wie groß die Suiten sind. Ich habe nur ein paar Minuten, um Kleinigkeiten zu entdecken, die mir vielleicht nicht gefallen. Denn sobald die Crew weiß, dass ich an Bord bin, läuft alles so, wie ich es haben will. Pritzners Ziel, die Passagiere an Bord sollen im absoluten Luxus schwelgen. Auf diesem Schiff muss kein Passagier jemals Schlange stehen. Niemand muss etwas reservieren. Es gibt genug Platz für alle. So definieren wir Luxus. Pritzner hat auch die Crewmitglieder eingestellt. Natürlich nimmt er auch sie bei seinem Besuch auf dem Schiff unter die Lupe. Von den Servicekräften an den Bars bis zu den Technikern im Maschinenraum. Hey Chef. Hallo, Herr Pritzner. Wie läuft's? Sehr gut. Und das Schiff? Auch gut. Alle Motoren laufen? Alle einsatzbereit. Nur einer läuft, weil wir im Hafen liegen. Genau. Natürlich. Ist das Risotto fertig? In der Kombüse überwacht Chefkoch Grigas die Vorbereitungen für das Mittagessen. Wir bereiten jeden Tag 1.000–1.500 Teller à la carte zu. Cremiger bitte. Pritzner und der Küchenchef treffen sich heute zum ersten Mal persönlich. Grigas will einen guten Eindruck machen. Wie geht's? Gut. Freut mich. Wie läuft's? Wir haben herrlichen Schwertfisch. Schwertfisch? Wo ist der? Das ist das Kleine. Und das Schwert ist noch dran, sehr gut. Top-Preis auch, ist auch gut. Und das Wichtigste ist ja, dass das hier noch heil ist. Ne? Der Schwertfisch kommt Grigas gerade recht. Wo kommt der her jetzt? Mit diesem Leckerbissen kann er seinen Chef beeindrucken. Gut. Okay, auf geht's. Okay, let's go. Die Köche werden aus dem Schwertfisch ein exklusives Sushi machen.
können es kaum erwarten, den 3 Meter langen Fisch zuzubereiten. Die Gäste werden schwer beeindruckt sein. So ein Schwertfisch ist etwas ganz Besonderes. Erstens ist sein Fleisch von richtig guter Qualität. Und zweitens ist sein Schwert noch ganz. Oft ist es abgebrochen. Einen Fisch in dieser Qualität bekommt man selten. Nach dem Abendessen stimmen die Passagiere erneut ab. Sie entscheiden, welche Häfen das Schiff auf der zweiten Hälfte der Reise anlaufen soll. Sie können zwischen den griechischen Inseln Mykonos und Paros wählen. Bald werden die Passagiere wissen, wie ihre Reise auf der Europa 2 weitergeht. Klar ist, die Crew muss wieder alles geben, um ihren Gästen den absoluten Luxus zu bieten. Passagiere und Besatzung des Schiffs sind gespannt auf die Ergebnisse der Abstimmung. Eines riesengroßen Tempels, wovon man das. Denn bei dieser einmaligen Kreuzfahrt entscheiden die Passagiere, welche Häfen angelaufen werden. Bei der ersten Abstimmung hatten sich die Gäste für Kreta und Santorin entschieden. Jetzt stehen ihnen 2 neue Routen zur Auswahl. Über Paros nach Nafplio oder über Mykonos nach Hydra. Die Stimmen werden ausgezählt. Mykonos gewinnt. Mykonos und Hydra, das ist gut für uns. Die Europa 2 wird von Kreta aus über Santorin nach Mykonos fahren. Danach geht es weiter nach Hydra. Es ist die letzte Insel der Reise. Von da aus fährt das Schiff nach Piräus bei Athen. Dort endet die Kreuzfahrt. Nach der Abstimmung erwartet die Passagiere eine ganz besondere Show. Willkommen zu Artistica of the Sea. Diese Akrobaten scheinen der Schwerkraft zu trotzen. Doch das ist alles andere als einfach, wenn das Wetter stürmisch und die See rau ist. Es ist wie während eines Erdbebens aufzutreten. Die Wellen sind gerade bei unserer Rollennummer ein Problem. Auf 5 Rollen zu stehen, ist an Land schon schwer genug. Und die Gäste sitzen in ihren Sesseln und denken, ich kann kaum gerade sitzen, wie kann er da oben stehen? Am nächsten Morgen ist das Meer ruhig. Die Europa 2 läuft die Insel Kreta an. Chefkoch Grigas will endlich mal ein paar große Fische fürs Buffet. Also fährt er heute direkt zur Quelle. Während die Europa 2 in den Hafen einläuft, inspiziert Grigas den Fang eines einheimischen Fischers. Die Fische sind auf jeden Fall frisch. Aber sind sie auch groß genug für die Spezialitätenrestaurants des Schiffs? Auf der Brücke lenkt der Kapitän die Europa 2 in den Hafen von Kreta. Sein Schiff muss nicht von einem Schlepper in den Hafen gezogen werden. Denn die Europa 2 hat 2 Rolls-Royce Azimut-Strahlruder, die um 360 Grad drehbar sind. Damit kann das riesige Schiff seitwärts fahren. Sie macht Schlepper arbeitslos.
Das Schiff ist verteut und Küchenchef Griegers kehrt zurück. Ja. Ja. Sein Ausflug hat sich gelohnt. Die Passagiere verbringen den Tag auf Kreta. Einige besichtigen die Hauptstadt. Wir laufen rum und sehen uns die Stadt an. Wir sind nah am Zentrum. Man kann einfach zu Fuß gehen. Andere fahren raus aufs Land, zu einem der wenigen Golfplätze Griechenlands. Eine Reise mit vielen schönen Überraschungen. Während die Passagiere die Insel erkunden, bereitet die Crew einen kleinen Bootsausflug vor. Mit einem luxuriösen Extra. Wir überraschen die Gäste mit einem Champagnerboot. Erster Mat Ulf Sodemann überlegt, wo er den Champagner verstecken soll. Hier ist es gut. Es ist seicht, keine Wellen, nicht zu viel Wind. Kristallklares Wasser. Schöne Aussicht. Man kann das Schiff von hier aus nicht sehen. Das vermittelt den Gästen ein Gefühl der Exklusivität. Das wird ihnen gefallen. Wir blasen die Schlauchboote auf. Lassen sie ins Wasser, dann können die Fahrer einsteigen. Unser Motto lautet, kleines Schiff, großes Erlebnis. Jetzt wird der Shampoos in die Bucht gebracht. So, umgehen bitte. Leiter des Gästebereichs Erik Schütze muss sich beeilen. Die Bootstour beginnt in einer halben Stunde. Der Koch braucht Hilfe. Ich mag die Action und den Druck. Jetzt ist alles fertig. Wir sind bereit. Es kann losgehen. Während der Champagner in die Bucht gebracht wird, steigen die Gäste in die Schlauchboote. Sie werden an der kretischen Küste entlangfahren und ahnen nicht, was sie gleich erwartet. Die Überraschung kommt richtig gut an. Bei den Passagieren und beim Chef. Das war ein voller Erfolg. Gäste und Crew sind glücklich. Mit diesem einzigartigen Event haben wir gezeigt, dass wir mehr bieten als andere Schiffe. Die Europa 2 wird noch drei weitere Häfen anlaufen. Werden die Überraschungen dort auch so einschlagen wie heute? Tag 8 auf der Überraschungsreise der Europa 2 durchs Mittelmeer. An diesem Morgen erreicht das Schiff die griechische Insel Santorin. Die Europa 2 wird am Krater eines versunkenen Vulkans Anker werfen. Als er vor 3600 Jahren ausgebrochen ist, soll er, wie manche glauben, das legendäre Atlantis zerstört haben. Hier zu ankern ist immer eine Herausforderung. Und heute blasen dem Kapitän auch noch starke Winde entgegen. Die Bedingungen vor Santorin sind wie im Wetterbericht vorhergesagt. Wind von bis zu 30 Knoten. Wir brauchen jetzt einen sicheren Ankerplatz. Rund um den Vulkankrater fällt der Meeresboden 120 Meter tief ab. Wenn der Kapitän den Anker falsch wirft, hängt er einfach an der Kette im tiefen Wasser und gibt dem Schiff keinerlei Halt. Der Kapitän dreht den Bug in den Wind, um das Schiff zu stabilisieren.
Doch es nützt nichts. Böen mit bis zu 55 Kilometern pro Stunde treiben das Schiff immer wieder vom Ankerplatz weg. Außerdem ist der Untergrund felsig. Der Kapitän fragt sich, ob es überhaupt sinnvoll ist, hier den Anker zu werfen. Wenn der Anker nicht in Schlamm oder Sand einsinken kann, findet er keinen sicheren Halt. Das Schiff würde abtreiben. Also entscheidet sich der Kapitän dafür, die Strahlruder und Schrauben laufen zu lassen. Sie halten das Schiff auf Position. Wir lassen Motoren und Bugstrahlruder den ganzen Tag laufen. Unsere Wachoffiziere sind sehr erfahren. Sie werden kein Problem haben, das Schiff auf Position zu halten. Das Wetter ist perfekt für einen Abstecher auf die Insel. Einige Schiffsreisende nehmen die Seilbahn und genießen den spektakulären Ausblick. Andere machen eine Wanderung durch die Lavafelder. Es sind keine Passagiere. Dieser Ausflug ist eigens für die Besatzung des Schiffs. Wir machen heute in unserer Freizeit auch mal einen Landgang. Wir besichtigen die Vulkaninsel. Das ist toll. Man sieht was von der Welt. Wenn man frei hat, darf man an jedem zweiten Hafen aussteigen. Deshalb sind wir hier. Zufriedene Crew, zufriedene Gäste. Uns ist wichtig, dass jeder in der Crew sich als Gastgeber versteht. Die Besatzung ist das Herz des ganzen Projekts. Ein Großteil der Crew ist an Bord geblieben. In der Küche wird die heutige Überraschung vorbereitet. Ein königliches Kaviar-Buffet. Heute ist der berühmte Kaviar-Abend. Das ist unser kostspieligster Abend. Wir servieren Kaviar im Wert von $10.000. Ein Höhepunkt unserer Reise. In der Nacht geht es weiter nach Norden. Die Europa 2 steuert das nächste Ziel an. Mykonos. Die Passagiere haben den ganzen Tag Zeit, die Insel zu Fuß zu erkunden. Aber deswegen hat die Besatzung noch lange nicht Pause. Eine 20-köpfige Familie will am Strand einen Geburtstag feiern. Ja, ja, gut, alles gut. Wir machen das einfach. Das ist ein Fall für Ausflugsmanager Sascha Richter und sein Team. Gestern haben sie uns gefragt, ob sie heute irgendwo auf Mykonos grillen könnten. Wir haben gesagt, kein Problem. Und jetzt haben wir den Salat. Auf diesem Schiff ist kein Wunsch zu ausgefallen. Jetzt muss Richter den richtigen Strand finden, und zwar schnell. Wir müssen den Strand natürlich aufräumen. Richter gefällt der erste Strand, bis auf den Müll. Muss natürlich diesen ganzen Schnodder hier wegmachen. Das ist das Prinzip der Überraschungsreise, in klein. Wir wissen nicht, was alles passiert. Wir werden sehen. Der Strand ist schön, aber es gibt nichts. Keine Toiletten, keinen Strom. Kein Trinkwasser. Richter und seinen Kollegen macht auch der starke Wind Sorgen. Also suchen sie weiter. Auf dem Schiff bereiten derweil andere Besatzungsmitglieder alles Nötige für den Transport zum Strand vor. Grillen am Strand bedeutet einsamer Strand mit weißem Sand, blauem Meer und Palmen. Alles andere müssen wir per Schlauchboot hinschaffen.
Es muss ein Laster gemietet und die Party bei den Behörden angemeldet werden. Und vor allem muss Richter den richtigen Strand finden. Er sucht immer noch nach der perfekten Location. Der Strand ist kleiner. Er hat eine schöne Aussicht. Und es gibt Infrastruktur, ein kleines Restaurant. Da können wir die Toiletten benutzen. Hoffentlich. Während Richter mit dem Restaurant verhandelt, ist die Partycrew am Hafen angekommen. Sie beladen den Laster mit allem, was benötigt wird. Wir haben Sonnenliegen, Schirme, eine Bar, einen Grill, Essen, Musik, Zelte und so weiter. Sowas kann 1,5 Tonnen wiegen. Wir bringen alles mit. In 2 Stunden muss alles aufgebaut sein. Denn dann wird die Familie zum Abendessen erwartet. Wir müssen die perfekte Stelle am Strand finden. Dort drüben gibt es kleine Schlangen in den Büschen. Sie sind nicht gefährlich, aber auch nicht das, was die Gäste auf einer Grillparty sehen wollen. Hier drüben ist es nett, aber zu windig. Also haben wir uns für die Mitte entschieden. Doch bald sind die Schlangen das kleinste Problem. Der Wind droht, den perfekten Plan zunichte zu machen. Die Europa 2 liegt derweil vor Mykonos vor Anker. Die Crew bereitet an einem Strand ein 5-Sterne-Barbecue vor. Doch der Wind macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Ausflugsmanager Sascha Richter muss eine Lösung finden, und zwar schnell. Wir haben einen Plan B. Wir dürfen das Restaurant für die Grillfeier nutzen. Gott sei Dank war der Eigentümer einverstanden. Die Crew hat noch 1 Stunde Zeit, um das Buffet herzurichten. Und alle anderen Vorbereitungen für die Geburtstagsparty eines Passagiers zu treffen, der mit seiner ganzen Familie feiern will. Die Gruppe ist schon unterwegs. Wird die Crew rechtzeitig fertig? Da kommen sie und ahnen nicht, dass die Party beinahe ins Wasser gefallen wäre. Herzlich willkommen, hallo, schau. Die Tische sind gedeckt. Jeder weiß, was er zu tun hat. Es ist toll, wenn alles so funktioniert wie heute. Die Kohle glüht, das Buffet ist bereit. Ich entspanne mich, wenn wir wieder auf dem Schiff sind. Wie toll! Sowas hätte ich hier nie erwartet. Wieder hat die Crew der Europa 2 ein kleines Wunder vollbracht. Im letzten Moment. Am nächsten Morgen klart das Wetter auf. Der letzte Tag der Reise beginnt. Julian Pfitzners Vision ist Wirklichkeit geworden. Die Passagiere haben die Route der Kreuzfahrt bestimmt. Die Europa 2 ist das beste Kreuzfahrtschiff der Welt, weil wir die beste Crew der Welt haben. Sie ist das Herz des ganzen Projekts. Ihr Service ist einzigartig. Getreu unserem Motto, kleines Schiff, großes Erlebnis. Es war eine Reise voller Überraschungen. Die Reiseroute wurde von den Passagieren ausgewählt. Nicht einmal der Kapitän wusste vorher, wohin die Fahrt geht. Es hat überraschend gut funktioniert. Ich wusste vorher nicht, wie es wird. Aber ich bin wirklich glücklich mit der Route, die wir genommen haben und mit den Zielen, die wir angesteuert haben. Ich denke, es war für jeden etwas Schönes dabei.
Gut, enjoy. In Sachen Luxusreisen macht der Besatzung der Europa 2 niemand etwas vor. Die Tanzfläche ist voll, den Leuten gefällt die Musik, wir servieren viele Drinks. Ich bin zufrieden. Ein perfekter Start für die 10-tägige Kreuzfahrt. Doch noch weiß niemand, wo sie hinführen wird. Am nächsten Tag erreicht die Europa 2 das Mittelmeer. Diese Geschwindigkeit, wann sind wir da im Ausgang? Heute kommen die Passagiere zusammen, um über die ersten 4 Häfen abzustimmen. Hier gibt es eine kleine Halbinsel. Kapitän van Swamen leitet die Abstimmung. Ein herzliches Willkommen an unsere Gäste aus aller Welt. Schön, dass Sie hier sind. Über die Kopfhörer wird für Sie alles übersetzt, was ich sage. Ich mache also auf Deutsch weiter. Die Crew erklärt den Gästen, was sie wählen können. Ist Ihnen das Wetter wichtig? Bloß kein Regen wie in Belgien. Gilt auch für uns. Bei der ersten Wahl können die Passagiere zwischen Myrina im Norden, Volos im Westen und Naxos im Süden wählen. Meine Stimme. Go for it. Er tut, was ich sage. Sie sind der Boss. Wie immer. Wie immer. Normalerweise werden Landgänge einen Monat im Voraus geplant. Doch die Crew der Europa 2 muss improvisieren. Die Gäste stimmen mit Chips ab. 3 Eimer, 3 Routen. Wenn das Ergebnis feststeht, hat die Crew nur wenige Tage, um die Landausflüge zu organisieren. Die Europa 2 ist gerade durch die Dardanellen gefahren. Jetzt stimmen die Passagiere darüber ab, welche Häfen das Schiff auf seiner ersten Überraschungsreise anlaufen soll. Als alle 500 Stimmen ausgezählt sind, gibt Kapitän van Swamen den Sieger bekannt. Sieger passt aus, werden wir nach Naxos und Rhodos fahren. Wie es dann von dort aus weitergeht? 2/3 der Gäste wollen, dass die Europa 2 zuerst die Insel Naxos anläuft. Von dort aus geht es weiter nach Rhodos, dann auf die Insel Kreta. Hier ist es gut. Es ist seicht, keine Wellen, nicht zu viel Wind, kristallklares Wasser. Schöne Aussicht. Man kann das Schiff von hier aus nicht sehen. Das vermittelt den Gästen ein Gefühl der Exklusivität. Das wird ihnen gefallen. Wir blasen die Schlauchboote auf. Lassen Sie ins Wasser, dann können die Fahrer einsteigen. Unser Motto lautet, kleines Schiff, großes Erlebnis. Jetzt wird der Shampoos in die Bucht gebracht. So, da oben gehen bitte. Leiter des Gästebereichs Erik Schütze muss sich beeilen. Die Bootstour beginnt in einer halben Stunde. Der Koch braucht Hilfe. Ich mag die Action und den Druck. Jetzt ist alles fertig. Wir sind bereit. Es kann losgehen. For the cruising and for serving passengers. Während der Champagner in die Bucht gebracht wird, steigen die Gäste in die Schlauchboote.
Sie werden an der kretischen Küste entlangfahren und ahnen nicht, was sie gleich erwartet. Die Überraschung kommt richtig gut an. Bei den Passagieren und beim Chef. Das war ein voller Erfolg. Gäste und Crew sind glücklich. Mit diesem einzigartigen Event haben wir gezeigt, dass wir mehr bieten als andere Schiffe. Die Europa 2 wird noch 3 weitere Häfen anlaufen. Werden die Überraschungen dort auch so einschlagen wie heute? Tag 8 auf der Überraschungsreise der Europa 2 durchs Mittelmeer. An diesem Morgen erreicht das Schiff die griechische Insel Santorin. Die Europa 2 wird am Krater eines versunkenen Vulkans Anker werfen. Als er vor 3600 Jahren ausgebrochen ist, soll er, wie manche glauben, das legendäre Atlantis zerstört haben. Hier zu ankern ist immer eine Herausforderung. Und heute blasen dem Kapitän auch noch starke Winde entgegen. Ein Problem für die Party an Deck. Ich würde gern das Dach schließen. Vorn bleibt es einen Meter auf. Hinten ganz zu, bitte. Heute Nacht wird es kühl, darum machen wir das Dach zu. Das Dach wird von einem Elektromotor bewegt. Der Strom dafür kommt von den 4 dieselelektrischen Motoren des Schiffs. Ein Spalt bleibt offen wegen der Atmosphäre und weil wir 400 Gäste erwarten. Bei Einbruch der Nacht sticht die Europa 2 in See. Brücke, 1-1 voraus. 1-1 voraus. Auf der Brücke befiehlt der Kapitän Leinen los. Bugstation, Heckstation, Leinen los. Alle sollen wissen, dass die Europa 2 jetzt ablegt. Die Europa 2 verlässt den Hafen von Istanbul. Der erste Teil der Reise führt durch das Marmara-Meer und die Dardanellen. Die Tanzfläche ist voll. Den Leuten gefällt die Musik. Wir servieren viele Drinks. Ich bin zufrieden. Ein perfekter Start für die 10-tägige Kreuzfahrt. Doch noch weiß niemand, wo sie hinführen wird. Am nächsten Tag erreicht die Europa 2 das Mittelmeer. Diese Geschwindigkeit, wann sind wir da am Ausgang? Heute kommen die Passagiere zusammen, um über die ersten 4 Häfen abzustimmen. Hier gibt es eine kleine Halbinsel. Kapitän van Swamen leitet die Abstimmung. Ein herzliches Willkommen an unsere Gäste aus aller Welt. Schön, dass Sie hier sind. Über die Kopfhörer wird für Sie alles übersetzt, was ich sage. Ich mache also auf Deutsch weiter. Die Crew erklärt den Gästen, was sie wählen können. Ist Ihnen das Wetter wichtig? Bloß kein Regen wie in Belgien. Gilt auch für uns. Bei der ersten Wahl können die Passagiere zwischen Myrina im Norden, Volos im Westen und Naxos im Süden wählen. Meine Stimme! Zügig angelegt, dass es nie Gedränge gibt und die Passagiere nirgends Schlange stehen müssen. Die Sonne geht unter und es wird kühl. Vor das Fenster, bitte. Doch das ist kein Problem für die Party an Deck.
Ich würde gern das Dach schließen. Vorn bleibt es einen Meter auf. Hinten ganz zu, bitte. Heute Nacht wird es kühl, darum machen wir das Dach zu. Das Dach wird von einem Elektromotor bewegt. Der Strom dafür kommt von den vier dieselelektrischen Motoren des Schiffs. Ein Spalt bleibt offen wegen der Atmosphäre und weil wir 400 Gäste erwarten. Bei Einbruch der Nacht sticht die Europa 2 in See. Brücke 1-1 voraus. 1-1 voraus. Auf der Brücke befiehlt der Kapitän Leinen los. Bugstation, Heckstation, Leinen los. Alle sollen wissen, dass die Europa 2 jetzt ablegt. Die Europa 2 verlässt den Hafen von Istanbul. Der erste Teil der Reise führt durch das Marmara-Meer und die Dardanellen. Die Tanzfläche ist voll. Den Leuten gefällt die Musik. Wir servieren viele Drinks. Ich bin zufrieden. Ein perfekter Start für die 10-tägige Kreuzfahrt. Doch noch weiß niemand, wo sie hinführen wird. Am nächsten Tag erreicht die Europa 2 das Mittelmeer. Diese Geschwindigkeit, wann sind wir da am Ausgang? Heute kommen die Passagiere zusammen, um über die ersten vier Häfen abzustimmen. Hier gibt es eine kleine Halbinsel. Kapitän van Swamen leitet die Abstimmung. Ein herzliches Willkommen an unsere Gäste aus aller Welt. Schön, dass Sie hier sind. Über die Kopfhörer wird für Sie alles übersetzt, was ich sage. Ich mache also auf Deutsch weiter. Die Crew erklärt den Gästen, was sie wählen können. Ist Ihnen das Wetter wichtig? Bloß kein Glück wird daraus ein regelmäßiges Angebot. Weder Crew noch Gäste wissen, was sie genau erwartet. Von Istanbul aus stehen drei Routen zur Wahl. Auf jeder werden mehrere interessante Häfen angefahren, zum Beispiel Kreta, Rhodos oder Santorin. Die Route, die die meisten Stimmen von den Gästen bekommt, wird genommen. Die Gäste können während der Kreuzfahrt zweimal die Route bestimmen. Wenn das Ergebnis feststeht, müssen Sascha Richter und sein Ausflugsteam so schnell wie möglich das Programm für die Landausflüge zusammenstellen. Das ist stressig, weil wir wenig Zeit haben. Sobald die Entscheidung steht, kontaktieren wir unsere Agentur in Griechenland. Ich sage, wo es hingeht, und sie organisiert die Busse. Um 6 Uhr abends sind die meisten Passagiere an Bord. Matthias und George, bitte oben Tische und Liegen vorbereiten. Auf dem Pooldeck der Europa 2 bereitet die Crew alles für die Willkommensparty vor. Macht bitte beim dritten weiter. Erik Schütze ist der Leiter des Gästebereichs. Er ist auch für die 6 Bars an Bord zuständig. Jetzt die Biertische. 12 Leute helfen beim Aufbau. Am Abend habe ich 25 Servicebedienstete, die während der Veranstaltung bedienen. Die Party auf dem Pooldeck ist das erste große Event der Kreuzfahrt. Erik Schütze will, dass alles perfekt ist. Nicht die andere Seite vergessen. Gegen 10 Uhr werden etwa 450 Personen auf dem Pooldeck sein. Das ist der stressigste Moment. Während die letzten Gäste einchecken, erkunden andere bereits das Schiff. Es fühlt sich leer an, auch wenn es voll ausgebucht ist.
Jede Kabine ist eine Suite mit Balkon. Selbst die kleinsten sind mit 35 Quadratmetern groß für ein Kreuzfahrtschiff. Jeder Passagier zahlt im Durchschnitt $6,000 für diesen Luxus. Etwas ganz Besonderes ist unser Raumangebot. Kein anderes Schiff bietet seinen Passagieren so viel Platz wie unseres. Wir brauchen 20, 30 Kilo frischen Fisch. Das wäre gut. Die Frau des Fischers hat gesagt, dass der Laster mit dem frischen Fang gleich hier sein müsste. Wir könnten einen Kaffee trinken und erst mal abwarten. An Bord der Europa 2 gibt es 6 Restaurants, die Fisch und Meeresfrüchte servieren. Die frische Ware wird dringend gebraucht. Hoffentlich lohnt sich das Warten. Auf dem Schiff bereitet die Besatzung in der Zwischenzeit alles für die Rückkehr der Gäste vor. Manche verbiegen sich geradezu, um die Passagiere zu beeindrucken. Stücken zurück und die Sachen. Nimm die Sachen. Auf der Europa 2 gehört auch eine Akrobatentruppe zur Besatzung. Sieh mal hoch. Sie werden den Passagieren heute Abend eine ganz besondere Show präsentieren. Diese Show findet nicht in einem Zirkus statt, sondern im Theater. Deswegen ist das eine andere Atmosphäre. Wir haben keine Tiere, wir haben keinen Zauberer. Dafür treten 6 internationale Künstler auf. Bei der Probe warst du immer auf einer Höhe. Unsere einzige Sorge ist der Seegang. Auf der Insel wird gerade der Fisch geliefert. Wir wissen nicht, was in den Kisten ist. Auch nicht, welche Qualität der Fisch hat. Die Guten sind schnell weg. Suchen Sie sich was aus. Sie sind der Erste. Diese großen hier. 6, 7 Stück. Wir haben 7 Doraden. Die können wir im Spezialitätenrestaurant servieren. Küchenchef Griegas nimmt nur ein paar Fische mit. Der Speisen- und Getränkemanager des Schiffs, Lutz Kreffrath, zahlt und ist nicht gerade glücklich. 64 Euro. Das ist echt teuer. 27 Euro pro Kilo. Außerdem sind die Fische zu klein und es sind zu wenige. Das reicht nicht für unser Yachtclub-Buffet. Es ist gerade mal genug für eins unserer... Das Schiff ist verteut und Küchenchef Griegas kehrt zurück. Sein Ausflug hat sich gelohnt. Die Passagiere verbringen den Tag auf Kreta. Einige besichtigen die Hauptstadt. Wir laufen rum und sehen uns die Stadt an. Wir sind nah am Zentrum. Man kann einfach zu Fuß gehen. Andere fahren raus aufs Land, zu einem der wenigen Golfplätze Griechenlands. Eine Reise mit vielen schönen Überraschungen. Während die Passagiere die Insel erkunden, bereitet die Crew einen kleinen Bootsausflug vor. Mit einem luxuriösen Extra. Wir überraschen die Gäste mit einem Champagnerboot. Erster Mat Ulf Sodemann überlegt, wo er den Champagner verstecken soll. Hier ist es gut. Es ist seicht, keine Wellen,
Nicht zu viel Wind. Kristallklares Wasser. Schöne Aussicht. Man kann das Schiff von hier aus nicht sehen. Das vermittelt den Gästen ein Gefühl der Exklusivität. Das wird ihnen gefallen. Wir blasen die Schlauchboote auf. Lassen sie ins Wasser. Dann können die Fahrer einsteigen. Unser Motto lautet, kleines Schiff, großes Erlebnis. Jetzt wird der Shampoos in die Bucht gebracht. So, umgehen bitte. Leiter des Gästebereichs, Erik Schütze, muss sich beeilen. Die Bootstour beginnt in einer halben Stunde. Der Koch braucht Hilfe. Ich mag die Action und den Druck. Jetzt ist alles fertig. Wir sind bereit. Es kann losgehen. Während der Champagner in die Bucht gebracht wird, steigen die Gäste in die Schlauchboote. Sie werden an der kretischen Küste entlangfahren und ahnen nicht, was sie gleich erwartet. Genommen. Die Gäste können während der Kreuzfahrt zweimal die Route bestimmen. Wenn das Ergebnis feststeht, müssen Sascha Richter und sein Ausflugsteam so schnell wie möglich das Programm für die Landausflüge zusammenstellen. Das ist stressig, weil wir wenig Zeit haben. Sobald die Entscheidung steht, kontaktieren wir unsere Agentur in Griechenland. Ich sage, wo es hingeht, und sie organisiert die Busse. Um 6 Uhr abends sind die meisten Passagiere an Bord. Matthias und George, bitte oben Tische und Liegen vorbereiten. Auf dem Pooldeck der Europa 2 bereitet die Crew alles für die Willkommensparty vor. Macht bitte beim dritten weiter. Erik Schütze ist der Leiter des Gästebereichs. Er ist auch für die 6 Bars an Bord zuständig. Jetzt die Biertische. 12 Leute helfen beim Aufbau. Am Abend habe ich 25 Servicebedienstete, die während der Veranstaltung bedienen. Die Party auf dem Pooldeck ist das erste große Event der Kreuzfahrt. Erik Schütze will, dass alles perfekt ist. Nicht die andere Seite vergessen. Gegen 10 Uhr werden etwa 450 Personen auf dem Pooldeck sein. Das ist der stressigste Moment. Während die letzten Gäste einchecken, erkunden andere bereits das Schiff. Es fühlt sich leer an, auch wenn es voll ausgebucht ist. Jede Kabine ist eine Suite mit Balkon. Selbst die kleinsten sind mit 35 Quadratmetern groß für ein Kreuzfahrtschiff. Jeder Passagier zahlt im Durchschnitt $6.000 für diesen Luxus. Etwas ganz Besonderes ist unser Raumangebot. Kein anderes Schiff bietet seinen Passagieren so viel Platz wie unseres. Dabei ist die Europa 2 relativ klein. Sie ist nur 225 Meter lang und hat 7 Passagierdecks. Allerdings wirkt sie innen viel größer. Foyers und Restaurants sind so großzügig angelegt, dass es nie Gedränge gibt und die Passagiere nirgends Schlange stehen müssen. Hier ist es gut. Es ist seicht, keine Wellen, nicht so viel Wind, kristallklares Wasser. Schöne Aussicht. Man kann das Schiff von hier aus nicht sehen. Das vermittelt den Gästen ein Gefühl der Exklusivität. Das wird ihnen gefallen.
Wir blasen die Schlauchboote auf. Lassen Sie ins Wasser, dann können die Fahrer einsteigen. Unser Motto lautet, kleines Schiff, großes Erlebnis. Jetzt wird der Shampoos in die Bucht gebracht. So, nach oben gehen bitte. Leiter des Gästebereichs Erik Schütze muss sich beeilen. Die Bootstour beginnt in einer halben Stunde. Der Koch braucht Hilfe. Ich mag die Action und den Druck. Jetzt ist alles fertig. Wir sind bereit. Es kann losgehen. For the cruising and for serving passengers. Während der Champagner in die Bucht gebracht wird, steigen die Gäste in die Schlauchboote. Sie werden an der kretischen Küste entlangfahren und ahnen nicht, was sie gleich erwartet. Die Überraschung kommt richtig gut an. Bei den Passagieren und beim Chef. Das war ein voller Erfolg. Gäste und Crew sind glücklich. Mit diesem einzigartigen Event haben wir gezeigt, dass wir mehr bieten als andere Schiffe. Die Europa 2 wird noch drei weitere Häfen anlaufen. Werden die Überraschungen dort auch so einschlagen wie heute? Tag 8 auf der Überraschungsreise der Europa 2 durchs Mittelmeer. An diesem Morgen erreicht das Schiff die griechische Insel Santorin. Die Europa 2 wird am Krater eines versunkenen Vulkans Anker werfen. Als er vor 3600 Jahren ausgebrochen ist, soll er, wie manche glauben, das legendäre Atlantis zerstört haben. Hier zu ankern ist immer eine Herausforderung. Und heute blasen dem Kapitän auch noch starke Winde entgegen, das Schiff auf der zweiten Hälfte der Reise anlaufen soll. Sie können zwischen den griechischen Inseln Mykonos und Paros wählen. Bald werden die Passagiere wissen, wie ihre Reise auf der Europa 2 weitergeht. Klar ist, die Crew muss wieder alles geben, um ihren Gästen den absoluten Luxus zu bieten. Passagiere und Besatzung des Schiffs sind gespannt auf die Ergebnisse der Abstimmung. Eines riesengroßen Tempels, wovon man das. Denn bei dieser einmaligen Kreuzfahrt entscheiden die Passagiere, welche Häfen angelaufen werden. Bei der ersten Abstimmung hatten sich die Gäste für Kreta und Santorin entschieden. Jetzt stehen ihnen zwei neue Routen zur Auswahl. Über Paros nach Nafplio oder über Mykonos nach Hydra. Die Stimmen werden ausgezählt. Mykonos gewinnt. Mykonos und Hydra, das ist gut für uns. Die Europa 2 wird von Kreta aus über Santorin nach Mykonos fahren. Danach geht es weiter nach Hydra. Es ist die letzte Insel der Reise. Von da aus fährt das Schiff nach Piräus bei Athen. Dort endet die Kreuzfahrt. Nach der Abstimmung erwartet die Passagiere eine ganz besondere Show. Willkommen zu Artistica of the Sea. Diese Akrobaten scheinen der Schwerkraft zu trotzen. Doch das ist alles andere als einfach. Wenn das Wetter stürmisch und die See rau ist.
Es ist wie während eines Erdbebens aufzutreten. Die Wellen sind gerade bei unserer Rollennummer ein Problem. Auf 5 Rollen zu stehen, ist an Land schon schwer genug. Und die Gäste sitzen in ihren Sesseln und denken, ich kann kaum gerade sitzen, wie kann er da oben stehen? Am nächsten Morgen ist das Meer ruhig. Die Europa 2 läuft die Insel Kreta an.